Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Herzlich willkommen im Gelände beim TU Aachen Magazin. Heute geht es in den Busch und zwar nicht nur für die Eventer im SAP Cup, sondern auch für die Fahrer im Preis der Schwarzgruppe. Aber bevor wir uns dieser ganzen Sache widmen, schauen wir erst nochmal zurück in den Parcours, denn unsere rasende Reporterin Juliane hat Andrew Hoy im Parcours begleitet. Ich bin im Springparcours, denn hier geht es gleich richtig rund, denn auch für das Vielseitigkeitsspringen habe ich mich an Andrews Fersen geheftet. Und das ist ja alles super, super spannend hier, weil es ja so eine verkürzte Prüfung ist und Dressur und Springen sogar an einem Tag stattfindet. You walked the jumping course twice, did you? Yes, yeah. There were just a lot of people there when I first walked it, and I just wanted a little bit of time on my own just to really make sure I hadn't missed anything. Okay. I actually am very pleased with Cadet. I think that he did a really good job. Unfortunately, I had two fences down. I had the second fence, and it's always a long way to the finish after you have the second fence down. I just rolled the front pole off it. He just touched it, and then he jumped on around to have the red plank. And so, apart from that, I was really happy with the way he went. It's his first time really at this Nations Cup level, and so always a big question. And this arena and this atmosphere, sometimes horses just look a little bit when they go in there. He just did that, but he grew in confidence all the way around. I heard that before, that it's a real challenge for the eventing horses in a stadium like this. Yeah, and I was even speaking with a really good show jumper, and he said, look, some horses come into this arena, they go a little bit lower, other horses come in and they just rise to the occasion. But he said he had one horse that he brought in here that for 2 years went really low, and then the third year it rose. So it's time, and these horses, it's always a learning curve for them. It's always about finding the experience and the giving them the confidence that yes, you can do this. Okay, so tomorrow cross country, is there any more preparation for you for this? No, look, just make sure that he drinks properly tonight, he rests properly, he has sufficient food for energy. Starts at the first fence and finishes at the last. That's true. Den Parcours haben Andrew und sein Cadet de Belliard erfolgreich absolviert. Und ich glaube, die beiden können es kaum erwarten, dass sie jetzt durchs Gelände preschen dürfen. Ob sie dabei die Nase vorn haben werden, das kann man nicht sagen. Oder doch. Wir trauen uns einmal den Blick in die Glaskugel zu werfen. Und das geht dank SAP und Equiratings. Bei Equirating arbeiten Datenwissenschaftler und Analysten daran, ganz, ganz viele Daten zu den einzelnen Reiter-Pferd-Paaren zu sammeln und damit sagen zu können, wer hier die Nase vorn hat. Sie können aber noch viel, viel mehr. Ich bin Daniel Göhlen und im Namen von SAP und den Partnern Equiratings und Black Horse One darf ich euch einen Blick hinter die Kulissen geben. Neben mir hier habe ich Dörm, den Co-Founder von Equiratings. Hallo. Dörm, let's go inside and let's check out the SAP Equestrian Showroom, see what is there. Wir sind hier wirklich essentiell beim CHEO Aachen. Unser Team, 4 Leute SAP, 4 Leute Equiratings und 4 Leute Black Horse One, stellen sicher, dass wirklich alles technologisch funktioniert. Ohne uns gibt es keine Noten in der Dressur, kein Live-Tracking im Springen und keine Predictive Analytics und Formguides. Anhand eines Ritts von Ingrid Klimke stellt uns jetzt gleich der Kollege von SAP, Thomas Esser, vor, was wir hier im SAP Equestrian Showroom im Detail sehen können. Mein Name ist Thomas Esser, ich arbeite für SAP und bin zuständig für die Technologie und Innovationen, die hier im Reitsport zu sehen sind. Unser Ziel war seit unserer Partnerschaft 2013 immer, mit Hilfe von Technologie den Reitsport den Fans näher zu bringen. Eine der Innovationen, die seit 2014 im Einsatz ist, sieht man hier im Hintergrund. Das ist die Tracking-Lösung für das Geländereiten. Beim Geländereiten besteht immer die Schwierigkeit, dass man, wenn man an der Strecke steht, als Zuschauer nicht seinen Favoriten über die ganze Strecke verfolgen kann, sondern man sieht immer nur ein oder zwei Hindernisse, bei denen man gerade steht an der Strecke, aber man hat keine Möglichkeit, den ganzen Ritt zu verfolgen. Deswegen haben wir eine Tracking-Lösung entwickelt, mit deren Hilfe die Zuschauer ihren Favoriten auf ihrer App die komplette Strecke verfolgen können und auch schauen können, bei welchen Hindernissen Fehler passieren oder im Idealfall natürlich bei seinem Fanreiter keine Fehler passieren. Man sieht hier diverse Statistiken, die aus der Tracking-Lösung kommen. Das ist der Ritt von Ingrid Klimke aus dem Jahr 2019.
2019. Diverse Statistiken, wie hier die Geschwindigkeit, die Ingrid aktuell reitet. Hier unten ganz wichtig die Minutenpunkte, die Ingrid versucht zu erreichen. Am besten immer auf Null, um die optimale Zeit für die Strecke zu erreichen. Grün heißt in dem Fall, dass sie noch ein bisschen unterhalb der Zeit ist, also gut in der Zeit liegt. Wenn es in Rot wechselt, ist der Reiter hinter der Zeit und muss und weiß für sich selber, dass er ein bisschen schneller reiten muss. Hier oben das Streckenprofil beim CAIO. Relativ flach kann man hier sehen, auf anderen Strecken auch durchaus schon mal hügeliger. Und hier die gesamte Strecke mit den einzelnen Minutenpunkten. Vielen Dank, Thomas, für diese ausführlichen Erklärungen. Das war super. Aber jetzt gehen wir mal rüber zur Dressur und schauen, was da passiert. Wir sind jetzt hier an der Kommandozentrale beim Deutsche Bank Stadion, wo alle Noten aus der Dressur zusammenlaufen. Und ich darf euch jetzt einen Blick hinter die Kulissen geben. Wir sind hier in der Kommandozentrale der Dressur und alle Noten, die die Richter geben, fließen hier zusammen. Hier ist die ganze Technik, hier entscheidet sich, was draußen kommuniziert wird und was in der Arena passiert wird, hier bewertet. Alle Richter haben ein iPad von uns. Die Noten und die Kommentare werden darin eingegeben, werden direkt zur SAP Business Technology Plattform übertragen und da in einer SAP HANA Cloud gespeichert. Daraus berechnet sich sofort ein Trend, den wir hier sehen, den wir unten an den Videowänden zeigen und auch im Fernsehen. Die Noten, die hier entstehen, werden dann später für die Predictive Analytics von EquiRatings verwendet und unter anderem daraus berechnet sich, wer denn wahrscheinlich diese Prüfung hier gewinnt. Der CHIO Aachen ist natürlich nicht nur sportlich ganz weit vorn, sondern auch technologisch. Wir von SAP und den Partnern EquiRatings, Black Horse One tun unseren Teil dazu, dass es auch weiter so bleibt. Dank der Live-Noten, dank der Predictive Analytics, der Formguides und dem Tracking können wir den Zuschauern, glaube ich, ein ganz tolles, innovatives Erlebnis bieten und wir werden auch nicht aufhören, dieses Ziel zu verfolgen. Absolut Wahnsinn, was inzwischen dank Daten möglich ist, oder? Dank SAP und EquiRatings haben wir jetzt spannendes Insiderwissen und auch einige Fun Facts gelernt. Natürlich haben wir für euch gleich auch noch das Siegerinterview. Vorher gibt es aber einige der schönsten Momente aus dem SAP Cup. Ich habe jetzt die sehr, sehr glückliche Siegerin des SAP Cups an meiner Seite, Julia Krajewski. Julia, danke für deine Zeit erstmal. Es kam überraschend. Sehr, sehr, sehr gerne nehme ich mir die Zeit. Ja, es hat mich schon überrascht, dass das am Ende wirklich für den Sieg gereicht hat. Klar habe ich mir ein bisschen was vorgenommen Anfang der Woche, aber sowas wie Aachen zu gewinnen, das klappt dann auch nicht auf Knopfdruck. Und war recht früh dran heute im Gelände, weil die Einzelreiter zuerst gestartet sind und dann erst die Teamreiter in umgekehrter Reihenfolge. Und da ich so ein paar Sekunden mehr Zeitfehler am Ende auf der Uhr hatte, als ich mir vielleicht gewünscht hätte, war das dann doch ein bisschen nervlich anstrengend, sich da die letzten Dreiviertelstunde anzugucken, wie es bei den anderen dann ausgeht. Wie hast du die Dreiviertelstunde verbracht? Das wollen wir wissen, weil wir gucken immer so ein bisschen behind the scenes. Wo warst du? Wo hast du geguckt? Und wir würden gerne so ein bisschen was von deinen Gefühlen erfahren.
Also ich saß hier vorne vor dem großen Bildschirm oder stand. Er stand nicht, da habe ich mich hingesetzt. Dann habe ich gesehen, ich kann die Zeit nicht sehen. Darauf kommt es aber an, habe ich mich wieder hingestellt. Mein Puls war fast höher als beim eigenen Reiten, muss ich sagen. Weil man kann ja einfach nichts machen, außer zuzugucken. Und man wünscht auch keinem was Schlechtes. Aber so ein paar Zeitfehler tun ja dann auch nicht so weh. Also das war schon, ja, ein Krimi. Ein Krimi, genau, vor allem für mich und das Team drumherum. Mhm. Und ja, als man dann wusste, okay, das passt mit der Zeit, ist natürlich, ist einfach emotional. Aachen gewinnen ist wirklich, wirklich besonders. Und wieder auf dieser Tafel zu stehen für immer, das macht einen wirklich unglaublich stolz. Da ist auch das ein oder andere Tränchen gerollt. Ja, auch das. Aber Glückstränchen. Auf jeden Fall. Jetzt bist du wirklich eine sehr erfahrene Reiterin. Dein Pferd hat sicherlich auch schon einiges gesehen, ist aber hier im SAP Cup noch nie an den Start gegangen. Da bist du ja schon zweimal im Jump and Drive am Start gewesen. Wer weiß, ob das vielleicht das Erfolgsrezept ist. Nein, Nickel ist ein ganz, ganz guter Kumpel sozusagen. Er will wirklich immer alles richtig machen und ist sehr, sehr zuverlässig. Also ich bin eigentlich recht optimistisch in den Kurs gegangen heute. Wie schnell das dann immer so geht, ist dann halt die Frage, gerade bei einem Pferd, was es noch nie gemacht hat. Der Kurs ist sehr intensiv. Man hat dann auch später gesehen, das ist auch typisch für Aachen, dass die es wirklich schnell angehen, hinten raus doch dann manchmal das Problem haben, dass die Pferde dann doch müde werden. Und das ist, obwohl es eine Kurzprüfung ist hier in Aachen, mehr als in anderen Kurzprüfungen, weil es wirklich intensiv ist. Und von daher bin ich jetzt im Nachhinein sehr froh über meine eigene Einteilung des Kurses und dass Nickel das sehr fit bis nach Hause galoppiert ist. Also man muss das durchaus taktisch ein wenig angehen, ohne geht das nicht. Was ist er denn für ein Pferd? Wo liegt seine absolute Stärke? Seine absolute Stärke ist, dass er einfach alles richtig machen will. Also der denkt nie darüber nach, was er vielleicht anders oder nicht machen könnte, sondern wenn ich sage, das machen wir jetzt, dann machen wir das. Das ist so ein richtig guter Kumpel sozusagen. Mhm. Und das gilt eigentlich für alle Disziplinen. Er ist Rainer Holsteiner und ursprünglich mal als Junior-Pferd verkauft worden und dann wieder zu mir zurückgekommen. Also da hatte man gar nicht so vielleicht auf dem Schirm, dass das so gut werden kann, aber er wird alle halbe Jahr immer noch mal wieder ein Stückchen besser. Und ich glaube einfach, weil er sehr, sehr leistungsbereit ist und sehr gut zu trainieren ist, weil er das wirklich einem recht leicht macht als Reiter. Und man sich nicht darüber Gedanken machen muss, was er vielleicht alles nicht mag oder nicht möchte. Es ist einfach wirklich relativ straight mit ihm und man kann sich da voll drauf verlassen. Ich entlasse dich gleich in den Kreis der Gratulanten. Da warten einige Leute, glaube ich, auf dich. Aber eine letzte Frage. Nach der Prüfung werden die Pferde hier erstmal abgepflegt, versorgt, runtergekühlt. Wie sieht der Abend von Nickel heute aus und wie sieht dein Abend aus? Ja, Nickel darf noch die Siegerehrung mitmachen. Eigentlich findet er das auch ganz cool. Und natürlich jetzt auch noch nie so eine riesige Kulisse dann als Siegerehrung erlebt, aber ich glaube, das wird er mit Fassung tragen. Und dann bekommt er schön Mesh, kriegt nochmal die Füße gekühlt, hat einen eher entspannteren Abend. Sein Stallkollege Tommy, der auch mit hier ist, der hat ein bisschen spannenderen Abend zusammen mit mir, weil wir noch das Jump and Drive in Angriff nehmen. Das ist eine meiner Lieblingsprüfungen hier, macht mir immer riesen Spaß und ich denke mal danach werden wir das auch noch ein bisschen feiern. Das war alles, was ich hören wollte. Herzlichen Glückwunsch und einen wunderschönen Tag und Abend noch und viel Erfolg heute Abend. Dankeschön. Danke, Julia. Da könnte man doch Lust bekommen, selber auch mal eine Runde durchs Gelände zu drehen, oder? Also vielleicht an den Sprüngen herum, aber anyway. Wir müssen uns noch nicht vom Gelände verabschieden und noch nicht von der Vielseitigkeit verabschieden. Hier kommt gerade einer ins Stadion und Juliane hat Andrew Hoy natürlich auch auf der Vielseitigkeitsstrecke begleitet. Es ist Samstag und das heißt Geländetag. Ich bin ja auch immer ziemlich aufgeregt und überall kribbelt. Und auch jetzt darf ich natürlich Andrew begleiten. Er ist so um 10.35 Uhr aufgestiegen, ist um 11.05 Uhr dran. Wir sind jetzt hier beim ersten Abreiteplatz Gelände. Es gibt noch einen zweiten, kleineren, direkt am Start. Da stehen auch noch ein paar Sprünge. Also ja, ihr werdet es ja zu sehen bekommen. Ich drücke jetzt ganz doll die Daumen für Andrew und ich hoffe, ihr habt das auch getan. I couldn't be more pleased. Number one, he's a young horse at this level. This is his first Nations Cup. I had him at novice level at the beginning of last year. So he's come a long, long way.
and I'm absolutely thrilled, albeit that I had 20 penalties on the cross country course because we just ran past the fence. He just became a little confused and didn't read the question. So I took then the long option, and everything else, he grew and grew in confidence. He finished really well. One of the nicest things that I think that for me was that the veterinarians came to me after Cade had come in and we'd cooled him down and made him comfortable. They said, Andrew, your horse has come in as the healthiest horse from the end of the cross country. So I'm absolutely thrilled with that. Wow. And I'm so thrilled with the overall performance of this weekend. And look, I think I've got a very good way of explaining it. The cake has just gone into the oven for baking, and it's still in the baking phase. Then when it comes out of the oven, you can then start to do the decorations. And so I feel that's a very good way of explaining it for Cade. We've made the mixture, it's really good. We're now in the baking stage, and then in time, it will come out of the oven, and then we can put the icing on. And so I think that's why I'm so thrilled with where he is at today. I have to say, it's not just about the horse, but I want to say about the show as well. I first came in here in 2006 for World Championships. I've been coming back for many years since, and the really special thing and really touched me was that the organizing committee today came around to the grooms with a lunch bag and said, oh, nice. You guys are going to be so busy, we want you to be able to eat. And that is really special. Yeah. I have to thank the show and the people behind the organizing of the show, because it's not one person, it's a complete team effort. The same as with me, it's a complete team effort of the owners of the horse, Shane and Daria Finnemore, who flew in from America be here this weekend. That's really special. It's the team at home that keep everything going while I'm not at home. And so, complete team effort. I have the easiest job. I just get on the horse and ride away. That's not real true. You have a real job there. But thank you so much that we can follow you, because I think there was a lot of inspiring things there to learn for everybody. So thank you very much. My pleasure. Sagen wir es mal so, die Buschreiter hatten ein klein bisschen mehr Glück mit dem Wetter als wir gerade, aber das ist einfach so. Wir sind sehr, sehr happy, dass wir dank Andrew und Juliane wirklich so hautnah am SAP Cup dabei sein durften. Und wir bleiben auch im Gelände, allerdings jetzt mit ein paar Pferdestärken mehr, und zwar beim Preis der Schwarzgruppe. Nach dem erfolgreichen Absolvieren des Marathons an meiner Seite Mareike Harm. Mareike, schön, dass du Zeit für uns hast. Gerne. Du bist schon wieder richtig entspannt. Aber ihr kamt hier ins Ziel, ihr habt heute geackert. Ja, wirklich. Der Marathon war wirklich sehr anspruchsvoll. Es war natürlich eine lange Strecke mit 8,5 Kilometern. Die Hindernisse waren sehr technisch. Das war schon anstrengend für alle. Aber wie ich sofort von deinem Team mitbekommen habe, ihr seid alle sehr, sehr zufrieden. Wir sind super zufrieden. Wir haben alle Gassen getroffen. Die Pferde haben sich fantastisch angefühlt. Das Publikum hat uns angefeuert. Ja, es hat eigentlich alles geklappt heute. Großartig. Wir gehen jetzt erstmal davon aus, dass ihr alle zu Hause Mareike schon kennt. Aber für all diejenigen, die das vielleicht noch nicht tun, du warst ja im Einzel
sehr, sehr erfolgreich unterwegs, also als Einzelfahrerin, sagt man das so? Hier treten wir sowohl in der Einzelprüfung an, als auch als deutsche Mannschaft. Nee, ich meine nicht mit den Vierspännern, sondern mit einem Pferd. Ach so, mit dem Einspänner. Mit dem Einspänner. Ich lerne hier noch ordentlich Wording. Also du warst mit dem Einspänner erfolgreich. Genau, wir sind mit dem Einspänner 2010 Deutscher Meister geworden und Mannschaftsweltmeister und haben uns dann entschieden, jetzt wollen wir mal was anderes machen und haben dann 2011 mit dem Vierspännerfahren angefangen. Und ich habe, wie man gerade gemerkt hat, minimal Ahnung vom Fahren, das lerne ich jetzt alles, aber ich habe gelesen, dass du die Vierspänner aus den Einspännern zusammengestellt hast. Genau, ich hatte 4 Einspännerpferde und alle haben gesagt, das wäre doch nie was und dann bin ich für 4 Wochen zu Michael Freund gefahren und der hat mir dann dabei geholfen, dann haben wir die Pferde zusammengespannt und sind dann schon nach 4 Wochen das erste kleine M-Turnier gefahren und das Jahr drauf schon gleich Weltmeisterschaft. Ja, kann man machen, würde ich sagen. Ist es für dich als Frau in so einer, ich möchte doch mal sagen, Männerdomäne schwierig? Ja, schwierig ist vor allen Dingen der heutige Tag, der Marathon. Da bin ich eben nicht ganz so stark und das erwartet auch keiner von mir. Das ist vielleicht auch so ein bisschen eine Kraftsache. Genau, das ist so ein bisschen der Nachteil gegenüber den Männern. Ja, aber ansonsten hast du wahrscheinlich auch viele Vorteile und du hast ein ganz cooles Team am Start. Ich habe gesehen, ausschließlich Mädels. Genau, das ist auch wirklich was Außergewöhnliches, weil hinten drauf zu stehen, quasi den Gewichtsausgleich zu machen und sich richtig festzuhalten, weil da ist richtig Gewalt hinter, wenn so ein Vierspänner gegen Pfosten geht. Das ist eigentlich eine Männersache, aber ich habe 2 Mädels mit. Ich glaube, du kannst sehr, sehr stolz auf dich sein. Danke. Und auf dein Team. Lass uns einmal ein bisschen noch in die nächsten Tage schauen, beziehungsweise nach morgen, weil morgen entscheidet sich ja erst das richtige Ding. Genau, morgen ist das abschließende Kegelfahren und das ist ähnlich wie bei der Vielseitigkeit das abschließende Springen quasi. Wir wissen also, wir haben Zwischenstand nach der Dressur und nach dem Gelände und dann wird morgen in umgekehrter Reihenfolge ins Kegelfahren gegangen und dann weiß man genau, wenn man reinfährt, man muss null bleiben, um seinen Platz zu halten und wenn dann Ball fällt, dann ist man eben auch schnell weg vom Fenster. Du wirkst sehr cool. Bist du noch aufgeregt vor so einer Prüfung? Vor dem Marathon ja, weil da eben auch sehr viel passieren kann. Man kann auch einfach die Gassen nicht treffen, man kann sich festfahren. Das ist schon immer sehr aufregend. Also sehr, sehr gut, dass das heute nicht passiert ist. Die letzte Frage, dann lasse ich dich auch zu deinem Team und zu den Pferden. Wenn jetzt jemand wie ich wenig Ahnung vom Fahren hat, wo kann man sich denn informieren und mal da reinschnuppern? Ja, normalerweise fängt man mit dem Fahrsport an, indem man ein Fahrabzeichen macht. Man guckt also, wo in der Gegend Fahrlehrgänge angeboten werden und macht dann über mehrere Wochen ein Fahrabzeichen. Damit fängt man an. Im Gegensatz zum Reiten, wo man schon reiten können muss, um das Fahrabzeichen zu machen, fängt man beim Fahren klassischerweise mit so einem Abzeichenkurs an. Das heißt, ich kann so ein Abzeichen machen, bevor ich meine Shaddies dann fahre. Genau, am besten ist das, ja. Wir werden hier nicht starten, aber dir wünschen wir ganz viel Erfolg noch für morgen und vielen Dank für deine Zeit. Danke. Danke dir. Ihr habt heute schon geballte Behind-the-Scenes-Einblicke bekommen, und zwar vom Springen, Eventing, vom Vierspännerfahren. Und was fehlt? Richtig, die Dressur. Es ist nämlich super spannend. Am Samstag findet beim Giro Aachen wirklich alles an Disziplinen statt, was man sich vorstellen kann. Gut, die Voltigierer, die sind eine Woche vorher unterwegs, aber so viel Disziplinen gleichzeitig hat man wirklich nur am Samstag. Und wir schauen jetzt auch mal gegen Deutsche Bank Stadion. Jette de Jong geht da an den Start und wir schauen mal, wie die Kür gelaufen ist. Hi everyone, I'm Jette de Jong and I turned 20 last week. I'm a dressage rider from Belgium and I'm so excited to be here. My horse Heavenly Charming, who I have here with me, is a very special horse for us because my parents bred him and I've known him since he was born, so I've known him for 12 years now. He's really close to my heart and he will never go away. His most special character trait is that he always screams at me when he sees me or I call his name. Even when I'm 100 meters away, he always hears me. If I could say something about yesterday is that Heaven was nice. He was good in the eights and he was good on the leg and very supple in his mouth. One thing we could do better is the pirouettes. It was a bit risky last few times, so I went just to do it in my comfort zone and it was not our best. But the tempi changes and his trot through was good. It's always very exciting to ride here. It makes me so nervous being around so many people and kind of a lot of pressure on me, but it's fine. I think I can deal with it if Heaven feels nice. And we train a lot at home and at home it works. So I hope it works in the arena as well. About my music. So my father makes my music. He has been a DJ before. So he's kind of good with computers, music and putting everything together. So we have the music from Harry Styles. It's a very difficult freestyle, but as some of you may know, Heaven is very sharp and he can be very hot in the arena. So we have to make a lot of lines, pirouettes, changes and everything to keep him distracted and with me. So it's a special freestyle with a lot of lines, a lot of music, but
most of the time the judges like it, so we will see. Any special songs in my freestyle are just the songs from Harry Styles. The last song is all the at the end of the freestyle. It's like in this world, it's just us. And it kind of feels like that because I saw Heaven being born and now 12 years later together and the journey we have been together, it's super special. So my mom is always crying. When my freestyle is good, she's always crying in this part. How I feel about performing my freestyle today is exciting, curious what it will be. Heaven is kind of a freestyle master. He's normally good at freestyles, but we will see. Everything can happen. If it's good, it's nice. If it's not so good, it can happen. But we'll do our best, and I'm super excited to be there. Competing here means the world to me. There is no show, not even the Europeans, not even in any other country that equalizes to this show. This is the most amazing show I've ever been to. The crowds, the whole place, the stables, the arenas, everything, the organization, everything is so good here. Nothing can compare to this. It's the best show ever. Wir freuen uns, dass wir Jette und Heaven begleiten durften und wünschen den beiden alles, alles Gute für die Zukunft. Und das war auch schon wieder der TU Aachen Samstag. Morgen geht's dann ins große Finale am Sonntag in der Dressur und im Springen. Und da freuen wir uns alle sehr drauf. Wer Lust hat, kann heute Abend noch beim WDR einschalten oder vielleicht in unseren Livestream reinschauen, denn da wird der Merkur Spielbanken Cup übertragen, der hier im Stadion stattfindet. Bis dahin macht's gut, wir sehen uns morgen. Tschüss.